zwischen jenen 10 jungen Schreibers von Jungesruhl ist gewesen euch Rivke Bassmann-Benchaim. In der männerischen Zwiebe von die Freitagtreffungen hat sie herangebracht eine freuerische Warmkeit und eine heimische Gemütlichkeit. Ich hab kämmunisch geehrt, sie soll heuch reden, a viele, wenn sie pflegt zumul, überlehnen auf a Kohl ihrer Lied. Erst ungeschrieben. Ihre poetische Klangen ist nicht aufzuteilen von die Bildfarben, gemalt von ihrem Mann, Muli Benchaim, hier auf lange Jahr. Bei sich in Dreim, in Herzliya Pituch, ist er ihm geringelt mit seinen Bildern, wo es gefunden sehr poetischen Abklang in Rivkes Lieder. Ich bin gekommen in ein Kibbutz mit Mullen im 47. Jahr, wo die älteren Menschen haben verstanden Jiddisch. Jetzt da ich in mein Schreiben bin geglichen zu einem Mensch, was man kennt, ihm nicht fragen, für was hast du braune Augen oder schwarze Augen? Ich bin geboren in Jiddisch, ich habe gelebt in Jiddisch. Ich habe darfielt und gewusst, als die erste Schule meine in ein Lied ist auf Jiddisch. Ich kann übersetzen, ich tue das, wir arbeiten das auch zusammen, ich mit Hebräisch. Aber Jiddisch ist Poschet in Hebräisch, sagt man Mulad, eine eingeborene Sache. Und ich muss da noch etwas zugeben, was ich meine, ihr Gedenk, mir sehen. Einmal hat mir einer sehr, wie man sagt, scharf gefragt, Lamot lo gotevet Ivrit, ma kara, warum schreibst du nicht auf Ivrit? Weil er sagt, Aktivitäten, er sagt, Tätigkeit haben wir in beiden Sprachen, nicht versteht man nicht Jiddisch und Ivrit. Und mein Glück, ich bin in beiden. Und ich habe geantwortet, a credo. Und ich habe das verschrieben, und jetzt lassen wir sehen zu ihr Gedenk. Ich lebe Ivrit in ihrer Häubigkeit und Schönheit. Und es atmet Jiddisch in mein jeden Glied, in ihr einsamer Alleinkeit. Das ist einer von meinen Entfernungen. Ich habe das euch in Ivrit gesagt, aber Jiddisch ist wichtig auf Jiddisch. Und Beschassen hat gemacht mit mir ein Interview in Zeitung, dachte ich mir, Makori schon. Und gefragt habe ich dieselbe Frage, ob ihr geantwortet habt, ein bisschen anders. Ist das der Jesodi der selbe? Ich habe gesagt, ich stelle sich vor, ich nehme metaphorisch, ein Tschate Feigo, was fliehen verlosener Ort und fliehen rüber zu einem weiten Breg und verlieren im Weg sehr eine Sache von den Fägeln. Aber ein paar von sie, da fliehen zum Breg und seinen Mamschich singen im Frühling. Ist öfter bin ich eine von denen, wo seinen, was um solche gewöhnen, da kommen zu einem Breg und ich weiß, als mein Wesen, mein im Ganzen Ich, ist in Jiddisch. Chodsch, ich bin in Ivrit, ich bin ein Lehrerke in Ivrit gewesen. Vom Fach bin ich in Ivrit gewesen. Aber meine Schüler haben gehört Jiddisch von mir und verstanden den Nigen von Jiddisch. Also das ist das. Die Zeit vergeht nicht on Simoni. Als du sollst fragen, was ist Zeit, beweist sie dir, wie schwer im Ponim die Nunz verbieten in der Weit. Die Zeit vergeht nicht on Simoni. Als du sollst suchen, ihr Badeit, beweist sie dir, wie schwer der Ponim vermeckt und seht es dir, die Zeit. Die Zeit vergeht nicht ohne Simonim. Und Tom erklärst du, sie vermeidet,
beweist sie so mit zu der Monen die Rette nicht, was so ruft sich Zeit.